Hallo meine Lieben, heute ist endlich mal Freitag, wir haben Wochenende und ich bereite gerade ein bisschen was zum Mittag vor, kann ich euch nochmal kurz zeigen. Adrian holt gerade Ash ab von der Schule und jetzt mache ich hier nochmal Spinat, gibt es heute. Und gestern habe ich wieder so ein Mischmasch-Essen gemacht aus Trester, und zwar bestehend aus roter Beete, Wurzeln, Paprika, dann habe ich hier Hackfleisch angebraten und das schmeckt eigentlich ganz gut. Das habe ich gestern nämlich schon gemacht und jetzt reicht das Essen quasi für 2 Tage. Das ist auch immer ganz praktisch. Ich muss aber kurz mal umrühren, dass das nicht hier anbrennt. Da sollte ich mal ein bisschen runterstellen, ne? So, und dann gab es gestern noch dazu Buchweizen, aber das reicht mir jetzt hier nicht. Kennt ihr das? Ich denke mal, die russischen Kinder oder die Russen werden das kennen. Das haben wir früher, als ich klein war oder auch eben drüben da gewohnt habe, ganz, ganz oft gegessen. Schmeckt eigentlich ganz gut, aber das reicht nicht. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwie was dazu machen. Vielleicht nehme ich, weiß ich, Nudeln vielleicht. Haben wir schon lange nicht gegessen. Irgendwie da essen wir so viele Kartoffeln und ja gut, Buchweizen ist jetzt ja auch. Ich versuche gleich mal irgendwie mal gucken, vielleicht mal. Also Kartoffelecken hatten wir gestern auch dazu gegessen oder vorgestern. Vorgestern gab es Kartoffelecken. Ich komme hier schon langsam durcheinander durch den Tüdel. So, und mal kurz umrühren, damit der Spinat hier auch nicht anbrennt. So. Nun, der muss noch ein bisschen, der war nämlich tiefgefroren. So, dieses ganze Mischmasch muss noch ein bisschen warm werden. Dann kommen die Jungs auch schon gleich. Max hat heute auch 6 Stunden, das heißt, er kommt dann auch gleich. Und ich werde jetzt einmal kurz nach oben gehen, die Wäsche wegbringen. Und genau, heute Morgen hatte ich schon die Betten gemacht. Bis auf das von Ash. Habe ich noch nicht gemacht. Mal schauen. Das Wetter war ja gestern zum Beispiel bei uns gruselig. Ich hatte noch in der Regenpause, als es mal kurz aufgehört hatte. Oder nee, beziehungsweise nein, stimmt gar nicht. Gestern Morgen hat es nicht geregnet, aber im Laufe des Tages dann wieder angefangen. Ich hatte noch gestern ganz schnell Rasen gemäht, weil ich dachte, irgendwie haben wir nicht so viel Zeit jetzt am Wochenende. Zum Beispiel, weil wir heute verkaufen wir unten im Studio unser Holzregal. Und das möchte jemand heute so gegen 4 abholen. Das heißt, das muss dann abgebaut werden. Erstmal müssen diese ganzen Spielsachen da raus. Da kriege ich jetzt schon die Krise. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Und dann wird das abgeholt. So. Morgen hat Ash ein Fußballturnier, Max ein Punktspiel, ihr merkt schon. Und für das Turnier werde ich dann einmal Muffins backen. Ich habe mir jetzt aber dafür einfach eine Backmischung gekauft vom Zitronenkuchen. Das schmeckt nämlich auch ganz gut. Ich habe echt nicht so viel Zeit, über irgendwas selber jetzt herzuzaubern. Das ist einfach Zitronenkuchenmischung. Und das werde ich dann einfach in Muffinform backen mit Zuckerguss drauf und bunte Streusel kommen dann dahin. Das ist nämlich ganz gut. Ist auch ganz leicht und die Kinder essen das total gerne. Ich habe es überlegt, zuerst vielleicht als das Ganze als Kuchen zu machen, aber ich dachte, Muffins ist doch mal ganz nett. Kann jeder so in die Hand nehmen und mit dem Muffinpapier drumherum oder diesem Törtchen. Und das geht dann schon. Ja, gestern hatte ich Rasen gemäht. Was hatte ich noch vor? Ja, man hatte immer so viel. Einkaufen war ich dann auch gestern. Genau, ich müsste theoretisch heute zum Postfach. Eigentlich fahren wir morgen hin, aber da das Turnier schon früher anfängt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich werde es heute mal machen. Mal gucken, ob ich alleine mal dahin fahre und das einsammle. Denn die Jungs, wie gesagt, Max ist noch nicht da. Der kommt ja, der hat 6 Stunden. Ash wird auch gleich kommen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir wollten noch ein paar Videos drehen. Es liegen schon ein paar tolle Sachen dabei. Das muss ich dann auch noch mal ein bisschen vorbereiten. Das Ganze ist auch nicht so ganz ohne, dass man doch ein bisschen Aufwand betreiben muss. Und was gibt es denn noch? Ja, also in der Ecke, ich gucke gerade darüber, liegen so ein paar Spielsachen, die wir aufnehmen wollen. Spielsachen und aber auch, ist ein cooles, es wird eine Challenge sein: Astronautenessen gegen normales Essen. Also Astronauts Foods gegen, also versus Real Food. Da sind so 8 Tüten mit verschiedenem Astronautenessen. Und dann im Gegenzug dazu oder im Gegensatz dazu gibt es halt eben echtes Essen dazu. Das werden wir dann heute, denke ich mal drehen. Wieder mit diesen Tellern, mit diesen Kuppeln drauf, dass die Jungs das nicht sehen. Und dann schauen wir mal, was es dann wird. Ich bin schon gespannt, auch wie das schmeckt und ob es überhaupt schmeckt.
ich sehe gerade eine Fliege krabbelt hier. Oder zwei sogar. Drinnen oder draußen? Oh, ein fette Viecher, ne? Gestern war ich noch mal kurz bei Bauhaus. Hab noch was geholt. Ich muss kurz gucken, ob die hier drin oder draußen. Wahrscheinlich drin, oder? Nee, draußen. Da krabbeln die. Gestern hatte ich hier was geholt bei Bauhaus. Und zwar hatte ich für hinten, für die Hütte, zeige ich euch nachher, so zwei kleine Blumentöpfe, oder nicht klein, zwei Blumentöpfe geholt mit zwei Buchsbäumen jeweils, habe ich eingepflanzt. Und diese Pflanzen hier, die finde ich ganz cool. Die werde ich mir hinten an der Hütte, habe ich ja diese Holzkisten stehen oder Weinkisten. Und ich möchte nicht ständig hier neu bepflanzen müssen. Das ist total blöd. Irgendwie kaufst du eine Pflanze, dann ist die Zeit vorbei, musst wieder neue holen. Und was ich ganz gerne habe, das sind diese hier. Das ist Hauswurz. Und die sind so unempfindlich. Ich habe die jetzt mittlerweile schon teilweise, ich glaube, 3 Jahre drin. Auch jetzt zum Beispiel da unten unter meiner Nähmaschine in so eine Emalienschüssel. Die sind nämlich total gut und die können auch draußen überwintern. Da muss man das also auch nicht reinholen. Das ist vor allem, das Gute ist ja auch, erstmal können sie auch mal blühen teilweise, von Sorte zu Sorte unterschiedlich natürlich. Und das andere ist eben, die sehen auch ganz hübsch aus, finde ich. Und das werde ich dann heute, eigentlich wollte ich es gleich, Miste, dass der Tag nicht länger Stunden hat oder nicht mehr Stunden hat. Könnte man echt manchmal gebrauchen, ne? Wollte ich ganz gerne hinten für meine Holzkisten einmal einfach in, ich habe ja noch ein paar Töpfe da, die ich bepflanzen kann. Einiges habe ich schon entsorgt gestern, so an, was weiß ich, Hornfeilchen oder was war dann noch, diese Bellies, die Zeit ist vorbei, also die rieseln mir nur noch und das kann dann auch weg. Habe ich auch gestern entsorgt, dass ich den Rasen gemäht habe. Und eigentlich wollte ich noch, ihr hört schon, Stress, weiß ich aber noch nicht, wie ich das mache. Ich muss auf meine Nachbarin warten, die jetzt gerade im Urlaub sind, weil von der kann man nämlich Strom aus der Hütte ziehen. Bei der Oma gegenüber nochmal Rasen mähen, weil wir letzte Woche zusammen mit ihr gemäht haben. Und ich dachte, damit er nicht wieder so lang wird und damit es ein bisschen einfacher beim Rasenmähen ist, werde ich das mal machen. Ich weiß aber nicht, wann die wiederkommen. Die sind nämlich mit dem Campingwagen unterwegs. Ich könnte auch Strom von uns hier nehmen, aber ich müsste das aus dem Wohnzimmer mit ganz, ganz langen Kabeltrommeln darüber bis zum Ende von unserem Grundstück und dann nochmal rüber. Da müsste ich, oh nee, das reicht irgendwie gar nicht. Ihre Hütte steht da hinten am Weg, das ist immer ganz praktisch. Da muss man nur zwei Kabel benutzen. Da kommt man bei der Oma, die hat dann auch so ein langes Grundstück, bis zum Anschluss. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich weiß auch nicht, wann die wiederkommen. Das heißt, also vielleicht machen wir das irgendwie morgen, wenn Zeit ist. Glaube ich aber nicht. Sonntag kann man natürlich leider kein Rasen mähen. Werden wir auch nicht machen. Mal gucken. Ihr hört schon, ne? Ich habe echt viel vor irgendwie. Ja, Ash hat dann morgen sein Fußballturnier und da bin ich schon gespannt. Ich weiß nicht, ob ich da was aufnehmen werde. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Denn da sind ja, naja, wirklich total viele Kinder. Bei dem anderen Trainingsvideo habt ihr, glaube ich, gar nicht so gut gucken können. Wahrscheinlich, weil ich zu weit mit der Kamera war. Ich kann auch nicht näher rangehen, also nur Ash. Mit der Legria hier kann ich sowieso nicht ranzoomen. Aber mal gucken, ob wir vielleicht doch irgendwie ein paar Aufnahmen machen können. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ich kann es nicht versprechen. Mal schauen. Verkaufen werde ich denn da auch. Wir haben da einen Stand. Was ich aber nicht so toll fand zum Beispiel, da es ging bei WhatsApp so eine Tabelle rum, wer von wann bis wann verkaufen möchte oder kann. Ich glaube, wir sind 18 Kinder. 19 oder sogar, vielleicht sogar 20, muss ich jetzt lügen. Und es haben sich, glaube ich, nur 1, 2, 3... Ich glaube, 6 oder 7 Eltern eingetragen und wir müssen ja von quasi, es geht um 14 Uhr los, bis 18 Uhr abdecken. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also von Max Verein kenne ich das nicht. Da war das nämlich total gut. Also alle Eltern haben mitgeholfen, weil man natürlich das Ganze auch für seine Kinder macht, das Turnier. Und da hat sich keiner, also kaum welche eingetragen. Also ich stehe allein um 18 Uhr. Ich bräuchte eigentlich noch irgendwie einen, wenigstens zweiten oder dritten nochmal dazu. Denn alleine so einen Stand zu machen oder zu betreiben, ist natürlich echt schwierig mit Kassieren und die Sachen rübergeben. Ich weiß nicht, was wir da verkaufen wollen. Ich glaube, einen Stand gibt es mit Pommes und Würstchen. Dann gibt es Kuchen und Getränke. Und dann vor allem macht noch die andere Mannschaft mit. Also ich glaube F1. Aber da haben sich auch noch nicht so viele gemeldet. Ich weiß nicht, also ich bin echt... gestern war ich so ein bisschen sauer, nicht, aber ich war so ein bisschen enttäuscht. Auch ich habe gedacht... Man kennt das gar nicht. Natürlich hilft man da beim Verkauf mit. Da stehst du eine Stunde oder eineinhalb. Nur da nicht, scheinbar. Mal gucken, ich bin gespannt, wie das ist. Ob ich morgen alleine verkaufen muss? Ich hoffe ja nicht.
Denn alleine ist es echt nicht leicht. Das geht auch gar nicht. Oder ob da sich noch mal ein paar freiwillige Eltern irgendwie noch melden. Und dann bei WhatsApp wurde auch ständig geschrieben, ich glaube, die Trainerin hat geschrieben, es spielen alle Kinder mit, wir brauchen Verkäufer. Keine Reaktion, weiß auch nicht. Kenne ich so nicht, finde ich so ein bisschen traurig irgendwie, dass man nicht bereit ist, so für sein Kind wenigstens da eine Stunde zu stehen und zu verkaufen. Ist überhaupt nicht schlimm. Also eigentlich macht es auch Spaß, das Verkaufen. Also wie gesagt, morgen nehme ich dann Muffins mit für den Verkauf. Ja, ich bin gespannt, meine Lieben, wie das dann morgen wird. Das ist nämlich erst erstes Turnier. Er ist ja noch gar nicht so lange dabei. Irgendeiner hat bei den Kommentaren gefragt, ich denke, er hat Schwimmen. Er hat montags, also normalerweise hatte er Fußball montags und donnerstags. So, da er aber Montagabend Schwimmen hat, haben wir gesagt, wir können nicht um 16 Uhr zum Fußball gehen, um 5:30 da wieder weggehen, schnell noch einmal in die Schwimmhalle und dann hat er erst, um was weiß ich, kurz nach 7 ist er erst zu Hause. Das ist einfach zu viel. Also er powert sich zu doll auf. Deswegen, Schwimmen ist schon wichtig. Also wichtiger als Fußball für mich, finde ich jetzt, weil er einfach auch gut schwimmen können muss. Und da machen wir das jetzt eben so, dass er montags schwimmen hat, Donnerstag eben Fußballtraining ausfallen lässt. Montag Fußballtraining ausfallen lässt und Donnerstag nochmal zum Fußball geht. Ich finde das immer ganz sinnvoll. Es gehen vor allem auch, die anderen Kinder machen das genauso. Da, man kann das eben gar nicht so das alles zeitlich nachher hinkriegen. Das ist einfach zu viel. Und ja, wichtig ist halt eben, dass er schwimmen kann. Fußballspielen macht ihm auch Spaß, aber wie gesagt, Schwimmen ist wichtiger. Ja. Ich gehe jetzt mal kurz nach meinem Essen gucken, was es sich tut. Mal schauen, mal schauen. Ich glaube, das kann ich schon ausschalten. Meine Matschbrühe. Nächstes Mal, sagt der Adrian auch, kann man vielleicht lieber damit Frikadellen machen. So Hackbällchen. Also Hackbällchen, die man dann formen kann. Mit Hack und diesem ganzen Gemüse. Ich glaube, ich kriege jetzt Schluck auf, ne? Schande. So, aber jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, was ich dann so als entweder Kartoffeln dazu nehme. So, das Essen ist schon mal fertig. Und kann jetzt auch, habe ich jetzt auch ausgemacht. Heiße Pfanne. So. Spinat ist auch schon durch. Also ein bisschen einkaufen war ich vorhin auch schon. Aber auf dem Fahrrad, das war ganz nett. Zelda konnte ich nicht mitkriegen, ne? Wäre auch zu schlecht gegangen. So, Spinat ist fertig. Das müssen wir halt eben mit dem Auto, muss ich das machen. So. Tausche ich einmal kurz mal wieder die Plätze. Kann Buchweizen schon mal ein bisschen warm werden. Und jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ich glaube, im Gefrierfach habe ich keine Ecken mehr. Wir haben Pommes, aber Pommes. Und die Kinder würden sich freuen, ne? Ich glaube, ich mache Pommes. Nicht immer Kartoffeln, ne? Ich mache Pommes. Geht schneller. Ja, das reicht doch völlig. Ich mache jetzt die Pommes, die freuen sich ganz bestimmt. Haben wir schon lange nicht gegessen. Packe ich einfach hier rein. Ich werde euch einmal ganz kurz mal hier zur Seite stellen. Mit einer Hand geht das nicht. Und dann werde ich das einmal kurz auf das Blech kippen. Ach so, ich vergessen habe zu erzählen. Max hatte ja diese Woche ein Punktspiel. Es hat in Strömen gegossen. Die taten mir so leid. Es war so ein verregneter, stürmischer und kalter Tag. Ich hatte nur gehofft, dass er nicht krank wird. Er war irgendwie, glaube ich, um 5 Uhr treffen. Und er war erst um 8:30 zu Hause, weil das Spiel schon 6:30 ging. Keine Ahnung, was das war. Wenn die gleich kommen, können wir auch schon essen. Eigentlich wollte ich, also es ist schon 11:45, das geht ruckizucki, ne? Eigentlich wollte ich mal diese Pflanzen einpflanzen, aber das schaffe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Übrigens, ich glaube, das habe ich schon erzählt, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also, Ash hat ja das Zitat geschrieben. Das war jetzt irgendwie diese Woche, wofür auch wir geübt haben. Und er hatte nur einen Fehler. Er hat zu tun zusammengeschrieben. Ein einziger Fehler. Und sein Freund genau das gleiche. Ich habe schon gesagt, habt ihr abgeschrieben voneinander oder was? Aber die hatten beide dieses Wort falsch.
Aber ein Fehler, das war schon mal ganz gut. Und gestern hat er sich beschwert, die hatten einen Test geschrieben in Mathe mit diesen 1x1, drei Türmchen und die sollten 5 Minuten bekommen. Und die waren so empört, die Kinder alle, fast die ganze Klasse. Ash kam auch nach Hause und sagte, du glaubst es gar nicht. Er hat gesagt, wir haben 5 Minuten Zeit für die Türmchen und ich habe nur 2 geschafft und es waren gar keine 5 Minuten. Er hat von diesen 3 Türmchen 2 geschafft. Also es kann auch sein, dass da noch Fehler drin sind. Irgendwie musste er bei einer Aufgabe, ich glaube, es war 7x6, musste er grübeln. Ich habe gesagt, nächstes Mal grübelst du mal nicht allzu lange, machst die Aufgaben, die du richtig gut kannst und gehst dann nachher zurück wieder zu der Aufgabe, die du vielleicht nicht auf Anhieb, so wie aus der Pistole geschossen kannst. Mal gucken, aber er war total empört. Er sagt, das gibt's gar nicht, so unfair und eigentlich kann ich das ja auch. Ja. Und der Lehrer hat, also die Kinder haben wohl alle gesagt nach diesem Test, es waren aber keine 5 Minuten. Der Lehrer sagte, doch, es waren 5 Minuten. Voll lustig, ich weiß gar nicht, was da gelaufen ist. Oder er wollte vielleicht generell gucken, wie schnell die Kinder sind, ich weiß es nicht. Da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, auch mit dem Lehrer jetzt. Also man sieht man sich dann doch ein paar Mal, also ab und zu mal, wenn man so in der Schule ist oder Ash abholt. Mal gucken, wie der Test ausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob er den heute schon wieder bekommt, glaube ich jetzt aber eher nicht. Ich denke mal eher nächste Woche. Nächste Woche, oh, da liegt auch so viel an. Nächste Woche ist Mittwoch Klassentreffen. Da spielen die wieder nachmittags ab 15 Uhr. Da macht jeder, bringt jeder ein bisschen was zu essen mit. Das haben wir schon mal gehabt vor ein paar Wochen. Hoffentlich ist das Wetter schön. Und Donnerstag sind die Bundesjugendspiele. Bin schon gespannt. Also ist ordentlich zu tun. Und ja, ist bei euch wahrscheinlich auch nicht anders. Vermute ich mal einfach. So, ich düse jetzt hoch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt oben klar Schiff gemacht, ein bisschen aufgeräumt und jetzt werde ich einmal den Tisch decken. Was ich noch vergessen habe zu erzählen, ich habe seit dem 8., also seit vorgestern, totale Probleme mit meinem WhatsApp. Warum auch immer. Ich sollte WhatsApp bitte aktualisieren und wenn ich darauf gehe, geht's nicht. Jetzt muss ich immer wieder bei meinem Handy das Datum zurücksetzen, weil ja ab dem 8. dann nichts mehr geht. Jetzt habe ich heute gedacht, so, gestern war der 8., dann ging es nicht. Dann habe ich das auf den 7. gesetzt, das Datum vom Handy. Heute Morgen geht es natürlich wieder nicht, weil heute quasi beim Handy ja der 8. ist. Habe ich es auf den 6. gesetzt. Und ich hatte schon mit jemandem geschrieben und da hatte sie mir ein paar Tipps gegeben, die ich aber nochmal machen möchte. Die hat mir einen irrsinnig langen Text geschickt, ich habe es aber noch nicht geschafft, das durchzulesen. Und jedenfalls konnte ich gestern bei WhatsApp überhaupt nichts auf nichts zugreifen. Das ist so blöd, wenn man jetzt vom Fußball oder so irgendwelche Infos bekommt, die echt wichtig sind, kann man da nicht ran. Ich habe gesagt, das ist totaler Mist. Und Max sagt, achso, genau, er kriegt es auch nicht hin. Und er sagt, du musst ein neues Handy haben. Da habe ich nur gedacht, das kann doch gar nicht angehen. Also, es müsste doch gehen. Man muss sich da irgendwie anmelden beim Google-Konto, wie auch immer. Und eigentlich bin ich, glaube ich, da drin. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht. Das finde ich total blöd irgendwie. Und dann kann ich jetzt jeden Tag nicht wieder Datum umstellen, ne? Und warum Max zu mir sagt, Mama, du brauchst ein neues Handy, da habe ich ihn durchschaut. Der will bestimmt selber ein neues Handy haben. Und dann würde ich seins kriegen wahrscheinlich. Aber ich würde ganz gerne Samsung haben. Und nicht iPhone. Ja, ihr habt mir auch ganz viele tolle Tipps gegeben, als es ums Handy ging, als ich mir eins eigentlich aussuchen wollte oder gucken wollte schon mal, was ich da so nehme. Und ich glaube, viele haben geschrieben auch Samsung A2017. Muss ich mal zum Mediamarkt oder so gucken. Wobei, das gibt es sicherlich auch bei Amazon, schätze ich jetzt einfach mal. Aber da muss ich echt mal gucken, weil das einfach es nervt. Na, und das ist eigentlich gar nicht so richtig gut für... Die anderen sind wahrscheinlich schon alt. Das ist der Samsung Galaxy S4. Mal gucken. Weiß ich auch nicht. Aber neues Handy, Ich finde immer das Geld so schade. So viel benutze ich es eigentlich gar nicht. Nur so für WhatsApp oder so, wenn man mit irgendjemandem schreibt. Obwohl, mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie teuer die sind, welche Preisklassen das sind. Es gibt mittlerweile schon irgendwie, Samsung S8 oder so. Mal schauen, was wir dann da machen, wie wir das Problem dann lösen können, ne? Aber dass Max das nicht hingekriegt hat, da bin ich echt überrascht gewesen darüber. Ich glaube, das kann doch nicht sein. Eigentlich ist er immer so, dass er dann weiß, was er machen muss, ne? Aber jetzt hier bei mir nicht. Also jetzt werde ich jeden Tag mein Datum immer zurücksetzen, auf den 6. oder auf den 7. Nicht mehr auf den 8. Also kann ich wenigstens mal die Nachrichten lesen bei WhatsApp, sonst geht ja gar nichts. So. Genau.
Oh nein, jetzt sind diese beiden fetten Fliegen hier drin. Wie soll ich den jetzt hier raustreiben? Nervt. Die nerven mich, weil die auch so laut sind. Die fetten Brummer. Das ist eine Decke. Guck mal, die. Kann die schon mal. Ja, die ist schon mal raus. Das ist schon mal sehr gut. So, und du. Ich weiß gar nicht, warum die Decke da jetzt. Jetzt ins Fenster und dann ist sie gleich. Wenn die versucht, durchs Fenster zu fliegen, geht natürlich nicht. Doofes Viech. Oh nein, komm da mal weg. Kleine. Die sind immer so laut, die nerven einfach. Eine habe ich jetzt Matsche gemacht. Ich muss meine Hände waschen gehen. Es ist warm schon wieder so heute, ne? So, weg. Ja, ich werde jetzt einmal ganz. Schaffe ich es überhaupt noch? Weiß ich nicht. Die Dinger hier einpflanzen. Kostet nur 1,39 Euro. Das ist echt gut, wenn man die für Jahre lang haben kann. Am besten mache ich jetzt einfach die Tür zu. Genau. So, dann kommen meine Männer gleich. Guck mal, hier sind zwei Fliegen. Die eine ist draußen wieder. Die andere ist drin, die kleine. Oder? Nein, zwei kleine sind hier drin. Okay, ich hole mal kurz die Fliegenklatsche von draußen. Ich hatte hier auf der Terrasse schon mal so ein bisschen die Fensterbank leer geräumt, weil die so voll war. Immer wenn man hier so vorbeigegangen ist, schob man dann alles so um sich herum. So, das ist warm draußen heute. Im Vergleich zu den letzten Tagen hat es so abgekühlt. Matsche. So, ich bin hier auf der Jagd nach Fliegen. Auf der Jagd nach den Fliegen. Ja, da ist von draußen. Na gut, die ist dann weg. Die muss ich wegwischen. Alles Matsch. Also gestern haben wir noch mit Ash für seinen Test geübt. Und zwar schreibt er nächste Woche in HWS ein Test über Löwenzahn. Da hatte ich ihn gestern schon so ein bisschen abgefragt und da hatten wir uns nochmal dieses ganze Arbeitsheft, ja, die haben ja so ein Arbeitsheft extra dafür angelegt, mit diesen ganzen Experimenten, was sie so erforscht haben über Löwenzahn und so, haben wir gestern schon mal alles durchgeguckt und mal gucken, aber wir müssen am Wochenende doch nochmal ein bisschen üben, denke ich mir mal. Ich habe auch gesagt, hast du denn gesagt, was da so dran kommt? Er sagt, ja, das wird wohl irgendwie einen Text zum Ankreuzen geben, also wahrscheinlich wie immer. So dass man die passenden, die richtigen Zusagen oder die richtigen Antworten eben zuordnen kann und auch ankreuzen kann. Und das wird das dann so sein. So. Aber er muss schon so ein bisschen über Löwenzahn was wissen, ne? Ja, und Löwenzahn, das habe ich auch noch gar nicht so richtig gewusst, muss ich ehrlich gestehen, ist eine richtige Heilpflanze. Wusste ich nicht. Man lernt immer was dazu. Dann kann man Löwenzahnsalat machen, das habe ich schon mal gehört irgendwann mal. Schmeckt bestimmt auch super lecker. Aber das soll irgendwie bitter schmecken. Löwenzahn an sich ist bitter. So, und bei uns gibt es hier wieder rote Beete mit den ganzen Orangen und Zitronen und Gurke und Karotten, Apfel. Ich glaube, dann mixt ihr alles damit rein und das gibt es gleich einmal zum Trinken. Er presst immer so für zwei Tage was aus, damit es nämlich einfacher ist. Muss nicht jeden Tag hier pressen stehen. Ja, die Pommes sind noch nicht fertig, die brauchen noch. Die stelle ich noch ein bisschen höher vielleicht, auf 200 oder so. Wenn die gleich kommen, nämlich wollen wir auch schon essen. Guck mal, es ist halb, die müssen jetzt jeden Moment kommen. In der Zeit, in der ich jetzt auf die Pommes warte, bis die fertig sind, habe ich mir so ein bisschen meine Kommentare angeguckt. Und hier schreibt einer zum Beispiel, zeige ich euch mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, dass du keine rote Beete mehr bekommst, liegt daran, dass in zwei Monaten schon die erste Beete geerntet werden. Daher sind die rote Beete, die du gerade bekommst, schon somit fast ein Jahr alt. Das habe ich mir schon fast so gedacht, dass es einfach die alte Ernte noch ist, ne? Und ich hatte jetzt ja auf dem Wochenmarkt was gefunden, das habe ich auch schon erzählt. Und die ist ja ganz anders, diese junge, frische, rote Beete. So, dann fragt hier Melina, wie heißt die Hintergrundmusik? Die Hintergrundmusik müsste eigentlich in der Infobox stehen. Müsst ihr mal reinschauen in der Videobeschreibung. So, in Russland ist die 5 die beste Note. Ja klar, weiß ich. Hatte ich auch gehabt. Ja, Schweiz lese ich gerade jetzt auch. Alles anders herum, die Noten. Jetzt kommen da die ersten. Ich glaube, Ash und Papa und Adrian kommen. Oder? Hat irgendwas nur geklackt? Ganz klar, iPhone wurde bei dem Video gesagt hier.
ein neues Handy für Mama. So, Max ist nicht im Tor, wird auch ab und zu mal gefragt. Der ist Abwehr und Mittelfeld, spielt er. Wo wohnt ihr? Wo wohnt ihr? Wird oft gefragt. In Schleswig-Holstein. Und Ash ist übrigens in der 2. Klasse. Es wurde auch ganz oft gefragt, welche Klasse Ash ist. Ja, woher hat Max den Pullover? Den in Beige von H&M, hatte ich auch geantwortet schon. Wir sind gerne bei H&M, also ich zum Beispiel für mich auch. Dass euch das nicht unangenehm ist, ständig mitzufilmen, von Katharina Nentwick. Könnt ihr den Kommentar lesen, die hat ein bisschen mehr geschrieben. Die ist 19, sehe ich gerade hier. Also wir filmen nicht ständig. Die Kamera ist ab und an mal an. Also nervt's nicht, nee. Wenn sie jetzt andauernd hier an wäre, ja, dann würde ich ganz klar sagen, die nervt total, die Kamera. Aber das sind ja nur so ausschnittweise immer, ne? Also ich mache die Kamera zwischendurch sowieso jetzt hier aus für diesen Film, den ich gerade euch jetzt aufnehme. Und generell, wenn wir jetzt Spiele spielen oder so, wir spielen halt eben so, als ob die Kamera nicht da ist. Und wenn nun so oder so. Aber wenn man euch natürlich ein paar Spiele zeigen möchte, präsentieren möchte, müsste die Kamera dann doch schon angehen, ne? Helikoptermutter. René Teschnart. Na, du bist ein Lieb. Ich bin keine Helikoptermutter, vielleicht nur ein bisschen. Ich möchte halt eben, dass es den Kindern gut geht, dass sie in der Schule auch. Und natürlich übe ich gerne. Also mit Max muss ich ja gar nicht mehr üben. Und mit Max hatte ich früher, als er kleiner war in der Grundschule, habe ich mit ihm öfters mal geübt. Ja klar, wer macht das denn nicht? Ich finde, man kann die Kinder nicht einfach mal so überlassen. Also, und wenn die alles freiwillig mitmachen, ohne hier Stress, also wenn es natürlich Stress geben würde, wenn ich jetzt sagen würde zu Ash oder damals zu Max, komm, wir wollen jetzt ein bisschen für Diktat üben oder für einen Test oder ich frage dich mal ab oder so, wenn es da Terror geben würde von der Seite des Kindes, dann würde es auch keinen Spaß machen. Aber wenn die Kinder das mitmachen und das auch einsehen und damit natürlich man die auch fördern kann, warum nicht? Hier fragt einer, was ist das? Also die Helikoptermutter, ne? Was ist das? Und der nächste schreibt, ist dein Freund. Ich habe nur Lachsmilies dahin gemacht. Also ein bisschen bin ich schon, ja. Da gebe ich dir wirklich recht. Ja, ja. Warum ist es so wichtig, dass das Bett gemacht ist? Trick King. Oder, ja, fragt hier. Ich mag es eben, wenn es ordentlich ist. Und Max hat schon mal gesagt, wenn er in ein nicht gemachtes Bett reingeht, ist es ein anderes Gefühl, als wenn er in das gemachte Bett reingeht. Wenn alles glatt ist und alles bezogen oder beziehungsweise ordentlich auf dem Bett ist, ist es schon ein anderes Gefühl. Also finde ich es auch. Und ich kann es auch gar nicht ausstehen, wenn die Betten nicht gemacht sind. Das finde ich fürchterlich, wirklich. Das ist echt so eine Macke wahrscheinlich bei mir, aber ich kann es nicht sehen. Ich finde es so gut oder voll cool, schreibt der hier. Könnt ihr das sehen? Dass du dich so gut mit Fußball auskennst. Ich habe mal Ash getroffen, wollte ihn begrüßen, aber war im Auto, der Ash und der Papa. Aha, okay. Also ich kenne mich gar nicht mit Fußball gut aus, muss ich wirklich sagen. Also ich bin eigentlich eine Fußballniete. Ja, viele schreiben von euch, ist ganz lieb, finde ich, dass Ash eine schöne Handschrift hat. Danke, danke. Auch in seinem Namen. So, ich gehe jetzt mal kurz nach den Pommes wieder gucken. Also ich glaube, das reicht jetzt hier. Ich habe jetzt alles geguckt. Ab und zu mal was beantwortet. Ich kann natürlich nicht auf alles antworten, ne? Weil es einfach zu viel ist. Aber wenn natürlich so, was weiß ich, ernst gestellte oder ernst gemeinten Fragen gestellt werden oder auch generell, was weiß ich, wenn irgendjemand was Nettes schreibt, da beantworte ich das schon. Wieso hat Max kein Bett? Schon zum 1000. Mal. Wir haben noch keine Sommerferien bekommen. Ende Juli Sommerferien. Also die Jungs müssen sich noch ein bisschen gedulden. So, ich gehe jetzt nochmal kurz gucken nach den Pommes. So, Tipptopp-Typ muss ich auch noch gleich mal durchgehen. Mal gucken, was das ist. Wobei Adrian das auch natürlich zwischendurch mal macht, dass er in die Kommentare reinguckt. Wenn er jetzt sich einen Film hochlädt und das ein bisschen dauert, hat er noch Zeit und dann macht er da nochmal die Kommentare, dass er mal durchguckt. Oh, die Pommes sind noch nicht fertig. Es dauert immer so ein bisschen. Ich glaube, in der Fritteuse werden die schon längst durch. Guck mal, die sind noch nicht fertig. Die muss ich noch ein bisschen drin lassen. Aber die sind auch noch nicht da. Guck mal, es ist jetzt 1:15. Wahrscheinlich konnte Ash sich von seinem Freund wieder mal nicht lösen. Neben dem er sitzt. Letztes Mal wurden die auseinandergesetzt. Beziehungsweise, weil die in der Klasse so, was weiß ich, zwei so Kinder haben, die halt eben nicht so gut mitmachen. Und da wurden die jeweils aufgeteilt. Einmal Ash und einmal sein Freund. Und dann wurden die natürlich getrennt. Und das fanden sie gar nicht lustig. Und jetzt sind die wieder nebeneinander. Weil der Lehrer natürlich die Hoffnung hat, bei diesem Kind, was nicht so gerne mitmacht, sich dann eben so ein bisschen von Ash oder von Ashs Freund so ein bisschen, ja, anstecken lässt.
mal in der Schule mal ein bisschen ordentlich mal mitzumachen oder so. Aber ich glaube, so Ash hat gesagt, es ist eine Katastrophe, neben dem zu sitzen, ne? Weil er einfach auch unruhig ist. Er hat sogar eine Schulbegleitung daneben sich sitzen. Also für den, oder der andere, genau, schiebt die Federtasche immer weg, obwohl es auf Ashs Seite eigentlich liegt. Das ist ein bisschen doof irgendwie, ne? Dass die Kinder dafür so ein bisschen genutzt werden, um anderen, was weiß ich, ich habe auch gesagt, also, es bringt aber nichts, wenn du dich jetzt dann abgelenkt fühlst oder wenn du abgelenkt wirst durch dieses Kind. Aber so ist der Lehrer. Aber ich glaube, die Jungs wollten zum Lehrer hin und wollten auch Bescheid geben, dass sie eben da nicht mehr sitzen können. Und ein Kind ist sowieso nur donnerstags irgendwie da, weil er so ein bisschen... Naja, gibt's halt eben auch, ne? Solche Kinder, die ein bisschen aus der Reihe schießen. So, meine Lieben, wir haben langsam Hunger und die sind noch nicht da. Und also eigentlich, guck mal, eigentlich wollte ich ja die Pflanzen einpflanzen und jetzt quatsche ich euch hier voll die ganze Zeit. Da schafft man natürlich auch nichts. Ist klar. Jetzt gucke ich wieder mal nach den Pommes und die sind immer noch nicht fertig. Ich stehe jetzt nochmal für 10 Minuten, aber dann dürften die fertig sein. Max kommt dann auch gleich, schätze ich mal. So, dann bis gleich. So, jetzt hatte ich in der Zwischenzeit ein Telefonat von Ashs Freund Mutter. Die hatte mich angerufen und sagte, Mensch, jetzt hast du ein Kind mehr. Ich habe gesagt, wieso ein Kind mehr? Hier ist nur gar keiner. Das heißt, Ash bekommt gleich oder bringt seinen Freund mit. Und die sind noch nicht da. Dann wird das Essen wird dann reichen für alle. Dann kommen die direkt halt irgendwie her und da bleibt dann bis um 4 hier. Ja, die Pommes sind jetzt fertig, habe ich jetzt ausgemacht. Die bleiben dann bis um 4. Und danach genau, wird er abgeholt und dann können die bis dahin noch ein bisschen Spaß haben, ein bisschen spielen oder so. Mal gucken, ob wir noch mal rausgehen, weil das Wetter im Moment ist schon wieder so, dass die Sonne fast weg ist und es sich alles bezieht. Das ist merkwürdig. Nun gut, also Essen ist wieder soweit fertig und es ist jetzt 10 vor 1, es ist noch kein einziger hier. Ich warte also die ganze Zeit schon hier. Aber ich denke mal, die werden jetzt jeden Moment kommen. Wahrscheinlich, die werden auch Hunger haben. Das ist ja meistens dann auf der Schule. Ash isst teilweise sein Brot gar nicht in der Schule auf. Sondern ein bisschen Obst, was ich ihm so mal mitgebe. Ich weiß nicht, ob er das nicht schafft oder so, oder ob er da gar keinen Hunger hat. Ja, ich warte jetzt noch ein bisschen. So, es sind mittlerweile alle eingetroffen. Max war sogar vor den dreien hier. Kommt ihr denn? Essen? Ash und sein Freund sind gerade nochmal Hände waschen gehen. Sind nochmal nach oben gegangen, Hände zu waschen und jetzt gibt's hier was zu essen. So. Ich drehe nochmal zwischendurch den Film. Ich drehe zwischendurch den Film. Und du machst am Handy was. Was? So. So, meine Lieben, wir haben uns im Keller ein bisschen aufgeräumt. Und es ist aufgeräumt, also ist diese Wand. Das hier ist immer noch nicht weg. Ich habe es ein bisschen versucht, schon mal Kleinkram wegzuräumen, dass es nicht so rumfliegt hier und ein bisschen gefegt oder gesaugt. Und morgen fahren wir zu Ikea. Ich würde sagen, das war's von mir für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.